Was erwartet uns in der dritten Zuflucht, die Zuflucht von Fels und Lava? Finden wir es heraus in einem neuen Part von Rayman 2 The Great Escape. Willkommen zurück. Jetzt geht's weiter. Uns fehlen noch 20 Käfige und ein paar Looms. Dann haben wir das Ganze auch schon erledigt. Allerdings, wow, da war gerade ein Framerate-Einbruch. Müssten wir jetzt erstmal an die dritte Maske ran. Die wird ja dann anscheinend hier zu finden sein. Ich hab's verkackt, sehr gut. Aber erstmal sehen wir hier ein neues... Hallo? Lei? Okay. Ah, jetzt auf einmal. Hier kannst du Leben und Kraft gewinnen. Und du hast genügend Blooms, um einzutreten. Okay, ich dachte schon, jetzt kommt wieder irgend so ein scheiß Bug oder so. Aber nö, sie hat mich doch noch reingelassen. Es wird Zeit für das zweite Time Race. Bam! Schauen wir doch mal, ob wir das genauso gechillt hinkriegen beim ersten Mal. Obwohl das erste Mal ja doch nicht so gut war. Schließlich musste ich, ups, nochmal das Level erneut machen, da ich dummerweise zwei Looms verpasst hatte. Aber ich glaube, das kriegen wir diesmal besser hin. Denn ich habe ja mich eingespielt so langsam, müsste man meinen, ne? Ich hoffe nur, dass es hier keine Gegner gibt, aber ich glaube nicht, weil... Ich möchte ja nicht meine schöne Powerfaust verspielen, die wir soeben in der Bonusrunde gewonnen haben. Na, was heißt soeben? Es ist jetzt auch wieder ein paar Tage her, aber für euch war das ja gerade erst. Und next checkpoint. Die Zeit ist sehr knapp bemessen in diesem Level. Und wir sind gerade mal 2 Minuten am Aufnehmen, da fängt meine Nase schon an zu jucken. Das sind heute die besten Voraussetzungen für dieses Video. Absolut fantastische Ausgangssituation. Aber bis jetzt schlage ich mich noch ganz gut. Zack. Oh, jetzt aber schnell. Okay. So, und jetzt heißt es, oh, im richtigen Moment springen. Aber ich weiß allerdings nicht ganz, wie sich diese Kackblätter hier verhalten. Deswegen wird das ganz schön kompliziert. Da komme ich so rüber. Und jetzt schnell noch den hier mitnehmen. Okay. Und zack. Und jetzt muss ich wahrscheinlich öfter springen, richtig. Okay, geht auch noch. 38 haben wir schon. Ein paar kommen also noch. Nein! Okay. Jetzt weiß ich gerade echt nicht, ob ich was übersehen habe. Beziehungsweise vergessen habe, aber ich glaube nicht. Sieht alles noch ganz gut aus. Wir haben noch 19 Sekunden, dann ist das Ziel. Okay, und... Zack, zack. Ja, perfekt, es klappt. Yahoo! Wunderbar. Und wir schaffen es auch in der Zeit. I made it. Gut gemacht, Rayman. Das war super schnell. Ich glaube, du verdienst ein härteres Duell. Ja, bitte nicht. Eine Belohnung kriege ich natürlich nicht, denn ich habe ja schon eine Powerfaust. Aber die 50 Looms nehmen wir trotzdem mit. So. Ah, du blöde Nase, du. Ich lass mich echt... Irgendwann, wenn das so weitergeht, muss ich zu härteren Mitteln greifen. So, Spiel speichern. Der Weg der Macht erledigt. So, und jetzt wieder zurück zur Zuflucht von Fels und Lava. Wo ist die dritte Maske? Wir müssen ja unseren guten Freund Polokos mal wieder einen Besuch abstatten. Schauen wir mal, was so abgeht. Ich könnte ja jetzt sagen, das Level ist auf jeden Fall sehr geil, aber das wisst ihr ja sowieso schon. Ich betone es ja eh jedes Mal. Erstmal geht's los mit dem fetten Kampf, der erledigt ist. Ach, die Powerfaust ist schon was Feines, wirklich. Also ich kann wirklich nur loben, wie geil einfach dieses Item ist. Damit ist man so flott unterwegs und so mega stark. Es gibt allerdings jetzt nur noch einen Weg und das ist auf dieses Fass hier. Dann schauen wir mal, wo mich das Fass hinbringt. Hoffentlich irgendwo, wo ich dann auch wieder abspringen kann. Ah nein! Die Zombies schrullen. Und die sind immer ganz besonders gut, wenn es darum geht, mir diese Powerforce wieder abzunehmen. Aber schauen wir mal. Bis jetzt kriege ich es ja noch relativ gut weg. Okay, da vorne scheinen wir hin zu müssen. Da ist auch schon ein Speicherloom, der auf mich wartet. Das ist doch sehr gut. Guck mal her, mein Freund. Und meine altbekannten Freunde, die doofen Fässer hier. Und ich habe mich direkt überrollen lassen. Perfekt, ich wusste es. Nie kriege ich das hin. Okay, da oben kommen die raus. Und jetzt müssen wir darüber, ne? Richtig. Hm, nichts versteckt hier. Wird das wieder so ein Level, wo ich ganz spät erst alles auf einmal finde? Die Reichweite oder die Sichtweite ist ja auch nicht gerade berauschend, ne? Muss man ja auch mal sagen. Das heißt, hier kann ja überall was sein, auch wenn ich das jetzt auf Anhieb nicht sehen kann.
Und der Fisch ist auch böse. Versteckt aber auch nichts. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Ha! Ih! Was bist du denn? Irgend so ein Auge. Hüpft hier einfach ein Auge rum. Ha! Ich glaube, man wirft ein Auge auf uns. Oh, wieder so ein richtig guter Spruch. Oh, jetzt macht die Kamera auch schon wieder Faxen. Hier hinten ist auch nichts. Sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Man spart mal wieder sehr mit Sammelgegenständen. Und da ist der erste Käfig. Ganz schwer zu sehen. Noah, da war ja ein lila Lumm drin. Da habe ich mir ja fast schon festgekrallt. Och Mann, dann war der Käfig ja auch noch Pflichtprogramm. Ich bin echt heute nicht so super dabei, würde ich mal behaupten. Ah, wir kriegen noch eine Powerfaust. Ich habe sie schon gesehen. Sehr schön. Obwohl, Moment, nein, halt. Vielleicht verliere ich ja gleich noch was. Deswegen hole ich mir die gleich ab. Ist hier nichts versteckt, sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Da auch nicht? Nö. Hier ist anscheinend... Wow! Kollege! Mach doch keine Faxen! Der hat mich ja richtig überrascht jetzt. Oh Mann. Och komm! Was war das denn für ein Treffer? Also das hier ist ja echt mal Psychoterror. Finde ich nicht nett, was hier passiert. So, und du gehst auch sterben. Zack. Habe ich den nicht schön mit Bande geholt. Hier sind dann endlich auch mal ein paar Looms versteckt. Ich höre irgendwie immer noch ein Auge. Ach ja, da sind noch zwei. Okay. So, dann sind die auch erledigt. Und wie ich mir das gedacht habe, komme ich hier nur mit einer Powerforce wieder raus. Deswegen hole ich mir direkt mal eine neue. Super, dass sie die da platziert haben, als wenn sie mitgedacht haben. Man will ja seine neu gewonnene Stärke behalten, nicht wahr? Ja! Gut, ich glaube, hier ist Abschnittwechsel, richtig? Nee, doch nicht. Oh, aber dafür eine ganz, ganz düstere Mucke. Ja, die Zuflucht ist schon sehr düster. Und da oben ist der nächste Käfig. Oh ja, das wird gut. Die können wir jetzt Gott sei Dank auch mit einem Schlag töten. Dank der guten Powerfaust. Uiuiuiui. Das müssen wir auch machen, weil sonst haben wir die relativ schnell wieder verloren. Okay, so. Dann springen wir hier mal runter. Zack. Die nächsten 5 Looms sind eingesackt. Dann können wir weitergehen. Über diese Brücke hier. Und jetzt kommt ein Abschnittwechsel. Richtig. Ha! Ich wusste doch, da ist irgendwo einer. Der Raum sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Und da unten ist auf jeden Fall so ein Loch. In das wir nicht einfach so hinein können. Denn diese Dornen hier werden uns auf Anhieb killen. Und die Viecher wollen einfach nicht sterben. Ich falle dafür lieber nochmal runter. So. Kann ich da vielleicht reingucken? Nee, nicht wirklich. Okay. Macht auf jeden Fall keinen Sinn, da runter zu gehen. Das kann ich auch jetzt schon mal verraten. Folgen wir also mal... einfach mal diesen Weg hier. Und ich hoffe, meine Stimme ist gut zu hören, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Mikrofon heute schief hängt. Aber irgendwas ist ja immer, die Technik ist ja nie auf meiner Seite. Aber eigentlich sollte alles passen. Und da ist ein Käfig. Wie kommen wir da ran? Ich glaube, das war gar nicht so leicht. Da müssen wir nämlich... Ach so. Ah! Eieieiei. So. Jetzt haben wir ihn zwar geöffnet, aber wir kommen nicht an die Looms. Und ich muss hier zurück, ohne zu sterben. Das ist nicht so einfach. Ja, das war genau das, was ich meinte. Egal, immerhin haben wir die Looms eingesammelt. Sollte also den Zweck erfüllt haben. Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht noch einer ist, aber ich glaube, es waren nur 3. Es sah mir zumindest sehr stark dann raus. Dann wäre ich damit auf jeden Fall schon mal zufrieden. Ja, da ist keiner mehr, sehr gut. So, jetzt schaffen wir den Sprung bitte nochmal. Genau, so rum ist es auf jeden Fall einfacher. Und was haben wir denn hier? Erstmal heilen. Das ist schon mal gut. Und was bist du bitte? Eine fliegende Pflanzenstatue. Dieses kleine Ding ist auf jeden Fall sehr witzig, denn wir können uns auf ihm platzieren, wie man so vermuten könnte. Und dann sind wir fest. Das heißt, ich kann nicht mehr runterfallen, was gut ist, weil ich kann mich jetzt frei ums Schießen kümmern. Und das ist auch bitter nötig, denn dieses Ding fährt ganz bestimmte Wege mit uns ab. Uiuiui, das war knapp.
Ich hätte auch den Käfig von hier wahrscheinlich holen können. Egal. Ihr werdet sowieso schon alle wissen, wo das jetzt hingeht. Ich auch. Nämlich in das Loch hier am Anfang, welches wir gesehen haben. Und was uns dort erwartet, sehen wir dann gleich. Ja, man hat mir ja gesagt, das Spiel soll jetzt schwieriger werden. Zumindest Polokus hatte das irgendwie erwähnt. Schauen wir doch mal, ob das auch stimmt. Wieder mal ändert sich die Musik. Es wird mysteriöser. Wir nähern uns wahrscheinlich dem Heiligtum. Vielleicht aber auch nicht. Oh nein, die Pflanze, sie ist verbrannt. Ich habe nie aufgepasst, ich bin dumm. Oh nein, meine schöne Powerfaust. Oh, alles nochmal von vorne. Großartig. Ja, Leute, dann sehen wir uns gleich unten im Loch wieder. Bis gleich. So, ich muss mal eben übrigens anmerken, dass die Kamera ganz böse ist hier in diesem Abschnitt. Also, was da jetzt schon wieder los ist, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Die dreht sich auf einmal so hin, dass ich überhaupt nicht mehr sehe, wo wir überhaupt langfliegen. Das finde ich absolut nett. So, diesmal habe ich auch den Sprung nicht verkackt. Dann haben wir das auch mal erledigt. Weiter geht's. Ja, und ihr seht's, ich kann die Kamera absolut nicht kontrollieren. Weiß ich nicht, was das genau soll, aber irgendwas wird man sich wohl dabei schon gedacht haben. Jedenfalls hängt das wohl irgendwie mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen. Und ich habe vergessen, man kann das ja auch mit einem normalen Schuss öffnen. Wir haben ja gerade eine Powerfaust. Ja, die ist echt hilfreich. Ich mag das Item wirklich sehr. Deswegen bin ich auch froh, dass man die nach einer Bonusrunde immer noch bekommt. Oder eben auch mal so im Level spendiert. Wo geht's denn jetzt hin? Uiuiuiui, Schammelsammel hinein. Okay, uiuiui. Und hier ist irgendwie Wind oder so im Gang. Ich kann mich auf jeden Fall nicht ganz richtig bewegen. Auf jeden Fall windig hier das Ganze. Und die Musik rastet richtig aus. Was ist denn los hier? Und ich höre einen Käfig. Ich habe irgendwo höre ich einen Käfig schon. Hoffentlich verpasse ich den auch nicht. Boah, schnell. Da ist er. Perfekt, Käfig Nummer 64. Was mit den Looms? Kommen die auch? Looms kommt! Jawohl, sehr schön. Das war schon der vierte. Das heißt, wir haben schon über die Hälfte gefunden. Sehr schön. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt geht's hier weiter. Mit dem Schalter können wir so eine Plattform rausfahren. Allerdings ist das auf Zeit nichts besonders Schwieriges. Achso, und ich sollte vielleicht die Uhr wieder starten, sonst wissen wir gleich nicht mehr, wo wir hier sind. Okay. Ach du Schande, was kommt jetzt? Uiuiui. Hieran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Dieses Ding ist sehr böse. Und da oben ist auch schon der nächste Käfig. Den kann ich von hier unten wahrscheinlich nicht erreichen. Habe ich recht? Doch. Perfekt. Und die Lumps kommen sogar zu uns. Das lobe ich mir doch so. Okay, schauen wir mal, ob ich da irgendwie lebend drauf komme. Absolut. Perfekt. Ja, damit ist dann die Powerfaust auch Geschichte. Ich schaffe es auch nie, dieses Item über ein Level hinweg zu behalten, oder? Na, halt dich doch fest! Also gleich werde ich sauer. Die Musik nennt sich auch so... Oh, wieder von vorne. Jetzt. Mann! Das gibt's doch gar nicht. Bin ich so bescheuert? Na komm. Jetzt aber... Jawohl. Oh. Okay, jetzt gucken wir mal, wo das hier lang geht. Muss ich da erstmal an vorbei? Ich denke ja. Ja, wie soll das denn gehen? Da kannst du ja nur rüberspringen. Ah nee, Moment, hier. Ah, okay. So geht das. Dann hier hoch. Die nächsten Looms einsammeln. Und jetzt möchte ich bitte die Kamera drehen. Danke. Wahrscheinlich auf dieses Lava-Ding. Ah ne, da oben kommt noch eins. Ah ne, das ist das ja. Ja, nee, Kamera, nix. Oh, die Kamera ist so scheiße, ey. Die macht, was sie will. Die zeigt mir nie das, was ich sehen muss. Okay, und jetzt können wir... Oh, jetzt können wir da hoch. Oder so, ja. Okay, öffnen und durch. Ich glaube, wir haben... Moment, ich gehe lieber nochmal raus. Oh, das war knapp. Nicht, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe immer richtig Angst hier. Aber ich denke nicht. Nö, ich glaube, wir haben alles. 40 sieht ja auch gut aus, ne? Und 5 Käfige, das ist eine gerade Zahl. Da kann man mit leben. Oh, nö, Kackviecher. Ich habe auch kurzzeitig überlebt... kurzzeitig überlegt, ob das nicht vielleicht schwarze Looms sind. Die werden erst in Rayman 3 thematisiert, aber... Scheiße. Aber ich glaube nicht. Weil schwarze Looms
die sehen noch ein bisschen anders aus. Und ich glaube auch, die werden hier noch nicht vorkommen. Ah, guck mal, das ist eine gute Methode. Oder auch nicht. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Das geht doch gar nicht. Ah, doch. Okay. Hui. So, da unten ist ein Käfig. Wie komme ich da an? Moment, das finden wir gleich raus. Uah. Ey, die Kamera ist echt böse. Ich werde langsam echt sauer. Oh, Glück gehabt. Weil diese Säule, auf der wir standen, die ist langsam nach unten abgesunken. Da wären wir schneller hinüber gewesen, als ich Hopp sagen kann. Okay, habe ich jetzt alles? Das wirkte gerade schon wieder so minimalistisch, aber ich glaube, wir haben alles. 48 von 50. Fast sind wir fertig. Das geht ja echt schnell. Oh, ja. Glück gehabt. Okay, es läuft. Yay! Und der nächste Speicherloom. Aber uns fehlt immer noch ein Käfig und zwei Looms. Kann auch sein, dass die beiden sich natürlich in dem Käfig befinden, was ich auch vermute. Aber das wissen wir jetzt noch nicht. Was macht der Schalter? Sorgt dafür, dass die Plattform hier rausfährt. Wodurch wir hier rauf können. Und dann würde hier... Moment, ich höre ihn! Hier würde dann ein Abschnittwechsel kommen, aber... Oder doch nicht? Doch nicht. Ah nein, dann ist ja der letzte Käfig der Ausgang. Oh oh. Was, wenn die letzten zwei Looms doch nicht in diesem Käfig sind? Man müsste den Käfig dann natürlich auch mal erwischen. Und sie sind tatsächlich nicht da drin. Scheiße. Weg. Ah, 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 ah. Das mache ich nicht mit. Das hatten wir ja noch nie. Uns fehlen zwei und ich habe keine Ahnung, wo die sind. No. Das ist nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Zwei Stück fehlen. Verflucht. Ich habe aber auch wirklich keine Ahnung, wo die sein sollen. Das ist ja doof. Ja, was macht man denn da mal? Ich kann jetzt ja das Level nur beenden. Und ich würde sagen, dann machen wir das auch. Und ich gehe hier nochmal rein und schaue mich mal gründlich um. Weil das kann ja wohl nicht angehen hier. Das ist ja echt doof. Und hier sind die auch... Ach. Oh. Ich bin echt zu dumm zum Scheißen manchmal. Ja, wir haben alles gefunden. Sehr gut, 100%. Tschüss, jetzt gehen wir raus. Boah, hätte ich die da jetzt liegen gelassen und wäre rausgegangen. Ich hätte mich totgesucht. Oh, ich hätte mich totgesucht. So, die Zuflucht von Fels und Lava abgeschlossen. Und da wir ja unsere Power Force so großartig verspielt haben, hole ich mir schnell eine neue. Bis gleich. Ja, so, da haben wir sie. Sehr gut. Und Halle der Türen. Speichern und... Jetzt geht's weiter mit unter der Zuflucht von Fels und Lava. Denn wer aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass wir ja gar keine Maske erhalten haben. Das liegt daran, dass das Level noch gar nicht vorbei ist. Es geht nämlich noch weiter. Und das wurde alles nur ein bisschen aufgeteilt. So, jetzt kommt auch unsere geliebte Animation. Unsere wunderbaren Freunde sind wieder da. Willkommen im Saal des Rats der Kleinlinge. Wir labern jedes Mal das Gleiche. Großartig, du hast genug Lumps, um zu passieren. Kann man das nicht abbrechen eigentlich, sag mal? Nö. Bereite dich darauf vor, eine neue Welt zu entdecken. Wie immer. Heieiei. Geh, sei nicht so schüchtern. Bist du doch sonst auch nicht. Oder jedes Mal. Je nachdem. Oh ja. Was geht hier ab?
Sieht aus, als wenn wir hier nicht weiterkommen. Gott sei Dank haben wir ja noch Freunde in dieser Welt. Wie aus dem Nichts erscheint Lai. Rayman, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Erst die gute Nachricht. Ich habe genug Energie, dir eine neue Kraft zu geben. Oh yeah, ein Silberlooms. Perfekt. Eine neue Kraft? Yeah! Yippie! Du kannst nun mit deinem Helikopter fliegen. Aber was ich dir nicht verraten werde, das funktioniert nur in diesem Level. Deswegen ist diese Kraft eigentlich völlig unnötig, aber egal. Schlecht ist, dass deine Mission nun schwerer wird. Ein Tipp: Benutze die Helikopterkraft, um zu fliegen. Best Tipp ever! Aktiviere den Helikopter und halte A niedergedrückt. Oh, den A-Knopf niedergedrückt halten, das ist aber auch mal eine schöne Beschreibung. Drücke zum Bewegen Z, es wird viel einfacher sein. Gut. Danke. Und Rayman hat wie immer seinen N64-Controller dabei, deswegen kann er das auch wunderbar vollführen. Ja, folgendes. Erstmal, chillige, oh, die Mucke hat den Beat, ey. Yeah. Die geht ab. So, also erstmal folgendes. Wir können jetzt, anstatt nur nach unten zu gleiten, auch nach oben gleiten. Das ist unsere neue Fähigkeit. Funktioniert allerdings nur in diesem Level, was ich sehr schade finde. Ich meine, okay, es macht Sinn. Sonst würden ja alle anderen Level viel zu einfach werden, aber, ne? Schade, ja. Halt den Flug A gedrückt, das haben wir dir ja eben schon erklärt, ja. Genau, das brauche ich mir jetzt nicht nochmal anhören. So, dieses Viech geht erstmal sterben. Ich schaue mich mal kurz um. Erstmal hier hinten haben wir Heillooms. Die sind ohne Probleme zu holen. Ich brauche sie zwar nicht, aber man nimmt sie immer gerne mit. Hier unten sehen wir einen Käfig. An den kommen wir ran, indem wir uns da vorne durchwagen, schätze ich mal. Oh ja, kacke. Das war klar, dass das passiert. Ich sollte natürlich aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Lava... Wenn gleich meine Powerfaust weg ist, dann heul ich. Na komm. Jawohl. Boah, ist das schwer. Das ist ja echt mit der Hitbox... Millimeterabstände hier. Also jetzt wird es auf jeden Fall schwerer. Achso, Z gedrückt halten, dann können wir so seitwärts fliegen. Das macht es natürlich einfacher, richtig. So, die Musik hat jetzt auch keine Lust mehr zu spielen. Die hat sich jetzt weggebackt. Joa. Boah, dann ist das halt so. Jetzt hätte ich fast meine dritte auch noch verloren. Eieieiei, da muss man richtig aufpassen hier. Man weiß ja nie, so was noch kommt. Wie komme ich jetzt an den Käfig? Danke, Kamera. Die Kameraeinstellung ist super. Jawohl, geht doch. So, her mit den Guten. Ach, ich hätte da natürlich auch einfach hinfliegen können. Ich bin ja dumm. Da haben wir gerade was Neues gelernt. Ich habe es schon wieder verpeilt. Okay, wir müssen sowieso zurück. Uah, dann machen wir das auch mal. Ich wette, die Pflanze kommt nochmal herausgeschossen. Ja, das war klar. Okay. Und ich hoffe, dass jetzt gleich, wenn ich da oben wieder bin, die Musik wieder anfängt zu spielen. Sonst wäre das sehr traurig. So. Jetzt geht's nach oben. Durch das Loch. Ja, da ist er. Nein, damit ist sie dann auch weg, die Powerfaust. Aber in diesem Level ist sie sowieso nicht so wichtig. Denn hier geht das Ganze mal wieder als Geschicklichkeitsübung von der Bühne. Mit einer neuen Fähigkeit. Verdammt, oh, wir dürfen nicht die Wände berühren, sonst ist vorbei. Wieso geht diese Pflanze nicht weg? Bin ich bescheuert oder was? Die muss man doch auch reinschicken können, oder geht das hier nicht? Nee, geht nicht. Okay. Wow. Dann probieren wir uns mal hier so durchzulacken. Aber ich wette, da kommen gleich noch mehr und dann wird's richtig hart. Nee, doch nicht. Okay. Oh, doch, da ist noch eine. Eieieiei. So, Speicherlumen, her damit. Oh Mann, nur 4 normale Looms. Das sieht irgendwie so aus, als wenn ich schon wieder was verpeilt habe. Oh Mann. Egal. Der gibt uns Schwung, der Kollege. Dann wollen wir einfach mal drauf losrasen, würde ich sagen, ne? Okay. Dieses Level ist sehr schwer. Das kann ich schon mal verraten. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Nur bin ich gerade mal wieder perplex, wie wenig wir bis jetzt gefunden haben. Das ist ja wie so oft. Aber es bringt ja nichts, den Tag vor den Abend zu loben oder zu verfluchen. Das pendelt sich alles schon wieder ein. Wir kennen das ja. Deswegen arbeite ich mich jetzt einfach mal voran. Und ärgere mich nicht zu sehr darüber, dass ich meine Powerforce verloren habe. Die hätte mir sowieso nicht viel gebracht.
Aber mal wieder wundere ich mich auch, wie wenig hier versteckt ist. Es ist doch tatsächlich sehr komisch. Und dann liegt da also ein einfacher, einzelner Lumen unterwegs. Auch mehr, sehr merkwürdig. Boah, gerade noch durchgekommen. Hier geht's richtig ab, du. Der Raum ist vollgepumpt mit Lava. Die Tür geht nicht auf. Jetzt. Glück gehabt. Da war keiner drauf, aber hier und da vorne. Und wir können übrigens nicht zurück, falls wir jetzt irgendwo hängen bleiben sollten, da die Propellerluft uns immer weiter hierher drängt. Von daher war das schon gut, dass ich jetzt alle auf einmal eingesammelt habe. Und ich höre einen Käfig. Ich glaube, ich weiß auch, wo der ist. Aber erstmal möchte ich die hier einsammeln. Ja, da unten, man sieht ihn schon. Her damit. Schon der 69. Gleich haben wir ja wieder einen Lebensbonus. So, du kommst auch her. Und? Wo sind noch welche? Hier. Und ein Speicherloom. Richtig, richtig. Gott. Jetzt müssen wir hier unten runter. Och, nö. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Mann, lass mich alleine. Zack. Da fällt mir gerade ein, habe ich eigentlich den Part schon abmoderiert? Habe ich nicht, ne? Oh Mann. Dann haben wir ja jetzt ein ganz schön langes Video hier. So, die Tür ist offen. Und was sich dort unten befindet, erfahren wir dann im nächsten Part von Rayman 2 The Great Escape. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer selber einen Daumen nach oben freuen. Tut mir leid, dass es so lang geworden ist. Passiert, wenn man so in Gedanken ist hier mit dem Level und was so alles passiert. Ja, und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ich wünsche noch einen schönen Tag und haut rein. Tschüss!